Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein kleines Gelesen-Update mit diesen drei Titeln. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die Titel zu besprechen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Als erstes beginnen wir mal mit Foxborough Tales von Sakuya Amano aus dem Tokyo Pop Verlag. Ich habe festgestellt, dass diese Manga von Tokyopop als Mystery 13 Plus ausgegeben worden ist. Und eigentlich passt das ganz gut zu meiner Einschätzung. Ich habe von dem Manga mir auch ein kleines bisschen was anderes in Anführungszeichen erwartet. Aber ich bin sehr froh, dass es letztendlich so gekommen ist, wie sich der Manga jetzt dargestellt hat. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass der wird wie Spirits and Cat Ears. Den hatte ich euch ja schon mal in einem Update gezeigt aus dem Yen Press Verlag und von dem war ich ja nicht so begeistert. Und deswegen sage ich euch dann noch was dazu. Auf jeden Fall ist der Manga doch Gott sei Dank ein ganzes Stück anders. Es geht im Prinzip um ein kleines Hotel, das Konohanate, und das befindet sich zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, also in einer Zwischenwelt. Und in Anführungszeichen Bediensteten in diesem Hotel sind halt diese Fuchsgeistmädchen. Und das ist unsere Hauptheldin, die heißt Yuzu, und da gibt es halt ganz viele von diesen Fuchsgeistern, die dort arbeiten. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr süß gemacht. Und ich habe halt befürchtet, dass es entweder belanglos ist oder wenn es so ist wie Spirits and Cat Ears, dass es irgendwie ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen so befremdlich ist, was so die sexuelle Konnotation da angeht, weil es sind ja doch alles relativ junge Mädchen und ich fand es bei Spirits and Cat Ears ein bisschen komisch mit diesem Fesselspielchen da mit ihr und ihrem Shinigami. Gott sei Dank kann ich sagen, dass ich das in diesem Manga nicht so empfunden habe. Da bin ich sehr froh. Vom Inhalt oder wie die Geschichten aufgebaut sind, muss ich sagen, erinnert er mich viel eher an Pack der Yokai. Und das fand ich sehr, sehr, sehr positiv. Natürlich eine etwas, ja, positivere, leichtere Variante von Pack der Yokai. Aber es waren zwei Geschichten in diesem Manga. Die erste und ich glaube die vorletzte. Die fand ich wirklich richtig berührend. Die waren wirklich richtig gut geschrieben. Und die waren wirklich super schön erzählt, haben halt auch so einen melancholischen bisschen Unterton, also halt auch so ein bisschen über die Vergänglichkeit des Lebens, aber normalerweise war es zumindest im ersten Band so, dass sie auch noch einen positiven Abschluss gefunden haben, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu lesen und es ist auch bei diesem Manga so, wenn wir nochmal auf den Bereich sexuelle Konnotation oder Nacktheit in dem Fall zurückgehen. Also es ist so, dass ich finde, man merkt, dass es eine weibliche Autorin geschrieben und gezeichnet hat, weil es ist durchaus so, dass man auch diese Fuchsgeistmädchen mal in Badeszenen oder sowas sieht. Aber ich finde halt, prinzipiell sollte man Nacktheit nicht immer gleich irgendwie mit Sexualität gleichsetzen. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich sehr, sehr gut gelungen in diesem Manga, das einfach so als natürlichen Prozess sozusagen darzustellen, weil ich meine, baden muss man ja nun mal nackt, ohne dass da jetzt auf diese relativ schon eher jung aussehenden Charaktere irgendwie sexuell irgendwas gelegt wird. Deswegen finde ich, ist das, weil ich das gelesen habe, dass manche das kritisiert haben, ist für mich persönlich kein Kritikpunkt. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht von der Geschichte, wie tiefgründig die tatsächlich auch in den einzelnen kleinen Kurzgeschichten so sein kann. Wie gesagt, wenn ihr Freunde von Pack der Yokai seid, würde ich euch eigentlich wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, ist ein bisschen leichter, aber es sind trotzdem sehr berührend, die Geschichten. Oder auch zum Beispiel, wenn euch sowas wie Kamisama Kiss gefallen hat, kann ich mir vorstellen, dass euch der Manga auch zusagen würde. Also insofern habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Den Zeichenstil finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr süß. Also sieht normalerweise so in dieser Art aus. Ich finde es auch cool, dass sie es geschafft hat, wirklich die ganzen Mädchen eigentlich sehr, sehr unterschiedlich so darzustellen. Ich finde auch, der Manga hat wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und auf jeden Fall freue ich mich da schon total auf die nächsten Bände. Das Cover finde ich auch wirklich ganz toll. Und ich glaube, der kommt leider nur alle drei oder alle vier Monate bei Tokyopop, was ich wirklich sehr schade finde, weil der hat mir richtig gut gefallen von den Neustarts.
Und ja, also von mir auf jeden Fall Daumen hoch für den Manga. Weiter geht's mit Titel Nummer 2. Und zwar ist das ein Einzelband. Erst mein Gott von Komachi Machi aus dem Kase Verlag. Ist ein Boys Love Einzelband, wie man das, denke ich, unschwer erkennt. Das Cover ist sehr, sehr hübsch, die Farbseite auch. Und ich habe gedacht, das wäre ein Einzelband, tatsächlich über eine Geschichte. Ist er nicht. Es ist eigentlich ein Kurzgeschichtenband, wobei der Fokus tatsächlich aber auch auf der ersten namensgebenden Geschichte liegt. Die dritte Geschichte zum Beispiel ist sehr, sehr, sehr kurz. Also wir haben im Prinzip zwei mehr oder weniger längere Geschichten und eine ganz kurze. Was ich nicht schlecht fand, zu dem Einzelband mal an sich. Ich hatte ja mal zum Beispiel bei den Boys Love Einzelbänden sehr, sehr positiv hervorgehoben When Amber Shines in Neonlight von Ogeretsu Tanaka. Und ich muss jetzt sagen, an denen zum Beispiel käme jetzt dieser Manga nicht ran. Ich fand ihn aber nicht schlecht. Er war für zwischendurch, fand ich ihn ganz, ganz gut. Und zwar geht es in der ersten Geschichte um Kazuya. Ja, und der betet halt zu diesem Schrein. Und ja, er ist halt sehr, sehr unglücklich, weil er da schon eigentlich sehr lange hingeht und betet, aber es erfüllt sich ihm immer nie sein Wunsch. Und eines Tages, ja, trifft er auf diesen jungen Mann, der sich ihm da als Schreingott vorstellt, der heißt Aka. Und der bringt ihn dazu, ihm zu glauben, er sei ein Gott und könnte seinen Wunsch erfüllen, wenn er ihm als Gegenleistung ja halt seinen Körper gibt, wie das halt immer so ist bei solchen Boys Love Sachen. Und Kazuya, ich weiß es nicht genau, glaubt ihm eigentlich am Anfang nicht, aber ja, er demonstriert ihm halt dann mal in Anführungszeichen so seine Kräfte oder halt das bisschen Magie, was er kann, wenn man es mal schon so vorwegnimmt. Und ja, das führt dann dazu, dass Kazuya ihm glaubt. Und ja, die beiden haben am Anfang ist es so ein bisschen Slice of Life mäßig, wie die so zusammen leben. Und dann als an einem Tag, als er mal wirklich sehr, sehr gefrustet ist, da lässt er sich dazu, dass er zu Aka sagt, ja, von mir aus, jetzt kannst du meinen Körper haben, wenn du mir nur endlich meinen Wunsch erfüllst. Und da geht dann das Drama natürlich los, denn Spoiler, ich weiß nicht, ob man das vielleicht schon hat kommen sehen. Aka ist nämlich gar kein Gott und kann ihm seinen Wunsch gar nicht erfüllen. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass an der ersten Geschichte wirklich ein respektables Drama verloren gegangen wäre, wenn es nicht diese Boys Love Szene gegeben hätte, die, wie ich fand, überhaupt nicht in die Stimmung zur Zeit in diesem Manga gepasst hat. Man hat so die Traurigkeit des Hauptcharakters so gespürt und in welcher Situation er sich befindet. Und also es war schon ein bisschen melodramatisch und dann auf einmal hat, also fand ich so, diese erste Boys Love Szene hat da nicht wirklich reingepasst in diese Stimmung. Aber ansonsten war es keine schlechte Geschichte. Wie gesagt, als ernste Dramageschichte hätte ich die auch ganz gut gefunden. Die zweite Geschichte war eher so ein bisschen, also sie hat so ein bisschen prinzipiell so einen kleinen, ja, so Drama-Fokus in ihren Geschichten, aber die war jetzt auch nicht so super ernst. Aber auf jeden Fall war es auch keine schlechte Geschichte, auch so von wegen, man sieht sich immer zweimal im Leben und manchmal missdeutet man auch die Gesten oder die Aktionen des anderen. Und eigentlich hat er es dann ganz anders gemeint. Und es war eigentlich auch wirklich eine süße Geschichte. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Die dritte Geschichte war halt so eine Furry-Geschichte im Prinzip. Also so mit einem stilisierten Fuchs und einem stilisierten Hasen. Die fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Es liegt aber auch daran, dass das so überhaupt nicht Furry ist, wirklich nicht was mir gefällt. Deswegen kann das auch nur mir so vorgekommen sein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, was wirklich ein ganz süßer Boys Love Einzelband, den muss man jetzt nicht haben. Aber ich finde auch, es gab schon schlechtere Titel in dem Genre. Und man macht jetzt auch nicht so viel falsch damit. Ja, würde ich sagen, das war es dann erstmal dazu. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu Titel Nummer 3. Da kann ich nicht vom Inhalt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Und zwar ist das der erste Band von Cardcaptor Sakura Clearcard Arc von Klemmt. Da habe ich mich ja wirklich sehr, sehr drauf gefreut. Und hier habe ich dann mal was getan, was ich bei Tsubasa World Chronicle nicht getan habe. Und zwar habe ich den Manga gelesen, ohne dass ich den Vorgängermanga gelesen habe, beziehungsweise den Vorgängermanga nicht fertig gelesen habe. Im Fall von Cardcaptor Sakura habe ich ihn noch gar nicht gelesen.
Und deswegen bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein Fehler war, den Manga in dem Fall jetzt schon anzufangen, weil ich fand den ganz interessant, aber ich glaube, die ganze Zeit mir fehlt irgendwas. Gerade was so die Handlungen zwischen den Charakteren angeht. Weil ich meine, wenn wir uns schon das Charaktersheet angucken, es sind jetzt auch nicht so wenig Charaktere. Ein bisschen was kann ich mir von der Beziehung noch zusammenreimen aus Tsubasa Reservoir Chronicle zwischen Sakura und Shaolan, Gott sei Dank. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre es, glaube ich, noch schlechter. Und also, aber wenn wir uns mal diesen ganzen Bogen angucken von Cardcaptor Sakura, ich finde das schon relativ verwirrend. Und ich glaube, man kann es versuchen, wie ich das jetzt getan habe, den Manga zu lesen, ohne den Vorgänger-Manga zu kennen. Aber ich glaube, das wird nicht ganz einfach. Wie gesagt, wenn man in diesem Universum ein bisschen vorgebildet ist und Reservoir Chronicle vielleicht schon mal was gelesen hat oder Chobits schon mal was gelesen hat, dann kann man mit den meisten Charakteren wenigstens irgendwie was anfangen. Aber ja, wie gesagt, ganz so einfach ist es dann doch auch nicht. Also es geht halt um Sakura. Sakura hat ja schon als sie in der vierten Klasse war, da hat ja der erste Cardcaptor Sakura Manga gespielt. Da hat sie halt diese Claw Cards gefangen. Und jetzt ist es halt so, dass sie war halt im Prinzip so die Hüterin dieser Claw Cards und jetzt kommt sie halt in die siebte Klasse und auf einmal sind ihre ganzen Karten weiß geworden und machtlos und sie versucht halt zu ergründen, was dahinter steckt und warum das so ist und sie bekommt halt ganz komische Träume, die ihr immer wieder irgendwas da prophezeien, was dann tatsächlich auch eintritt und sie möchte halt dahinter kommen, was da letztendlich alles so passiert. Und ja, genau. Also ich denke, für Cardcaptor Sakura-Fans ist das wirklich ein super Fantasy-Manga. Aber und für Leute, die Clamp mögen, denke ich prinzipiell ja auf jeden Fall auch. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn man den Vorgänger-Manga nicht gelesen hat, könnte es ein kleines bisschen schwierig sein. Ich werde es mal weiter so versuchen, weil ich meine, kaufen würde ich mir die sowieso. Vielleicht schaffe ich es auch, mir irgendwann zwischendurch den Vorgänger-Manga mal noch zu ersteigern. Da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall so an sich unterhalten hat er mich eigentlich nicht schlecht, auch wenn die Einführung sind zu dieser Geschichte schon erstmal so ein bisschen ist. Aber wie gesagt, mich persönlich stört es ja nicht, weil ich ganz gerne so Referenzen an andere Werke in dem Clamp-Universum da sehe. Und ja, ist auf jeden Fall ein Manga, der schon, also wenn man das jetzt mal so im Clamp-Verhältnis sieht, schon eher noch ein bisschen was für jüngere Leser auch ist. Also der ist jetzt nicht so super, super ernst. Sehr, sehr süß gezeichnet. Es ist ein Mischzeichenstil, der hat Elemente von ihren neuen Sachen und Elemente von ihren alten Sachen. Ich denke, wenn man die mal nebeneinander hält, würde man schon doch einen größeren Unterschied zu dem alten Cardcaptor Sakura Manga erkennen. Aber auf jeden Fall hat er schon auch einen guten Teil von ihrem alten Artwork behalten. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit Gate 7, der sieht doch noch ein kleines Stückchen moderner aus oder World Chronicle auf jeden Fall auch. Also insofern haben sie sich, denke ich, da schon angepasst, aber hat auch, denke ich, modernere Elemente, wie man das gerade, denke ich, bei diesem ersten großen Artwork bei dem gesehen hat. Ich denke, wenn man da mal Artworks vergleicht, dann sehen die schon relativ, ja, also sieht man schon eine Evolution im Zeichenstil. Bei dem Manga könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr den Vorgänger-Manga gelesen? Und wenn ihr den noch nicht gelesen habt, plant ihr diesen zu lesen oder wartet ihr, bis ihr den anderen bekommen habt oder versucht ihr es wie ich auch einfach mal jetzt ohne den anderen und hofft, dass die Geschichte auch so für euch Sinn ergeben wird. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auch die Meinung zu den anderen beiden Manga in die Kommentare schreiben, wenn ihr die gelesen habt oder die noch plant zu lesen. Oder auch wenn ihr Fragen noch zu den Werken habt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Oder am besten und. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.